Milch wird immer wieder als klimaschädlich abgetan. Und ja, Milch hat tatsächlich einen relevanten Einfluss auf unser Klima. In meinem Umfeld beispielsweise haben in letzter Zeit mega viele Leute aufgehört, tierische Kuhmilch zu trinken. Und auch ich habe dann irgendwie angefangen, meinen Milchkonsum hinterfragen und habe es ein bisschen umgestellt. Ja, deine Milch dürfen wir nicht mehr trinken. Nein, nein, nein. Ich glaube, es war gar kein Weibli. Aber was ich nicht weiss, ist, ob pflanzliche Alternativen wie Haferdrink oder Sojadrink wirklich besser für unsere Umwelt ist. Die Hafermilch ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. In den letzten 5 Jahren haben sättige, pflanzenbasierte Getränke 20% zugelegt. Viele Leute haben auch das Gefühl, Sojamilch, Mandelmilch, Hafer- oder Reismilch, das sei gesünder als normale Kuhmilch. Auf Schweizer Tellern gibt es immer mehr vegane Produkte, doch auf Schweizer Feldern wachsen die entsprechenden Pflanzen kaum. Und jetzt geht es erst richtig los und du kannst entscheiden, wie es weitergehen soll. Zum einen treffe ich jetzt gerade ein Landwirtepaar, das aufgehört hat, mit diesen Kühen Milch zu produzieren und jetzt einfach voll auf Haferdrinkproduktion umgestellt hat. Und ich möchte natürlich wissen, warum sie das gemacht hat und wie überhaupt aus Hafer einfach plötzlich Milch bzw. eben der Trink wird. Und zum anderen schauen wir uns mal an, wie denn pflanzliche Alternativen im Vergleich zu Kuhmilch klimatechnisch dastehen. Du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Hafermilchproduktion oder pflanzliche Alternativen und Kuhmilch im Klimavergleich. Hol. Sie ist beschäftigt damit, sich am Viertel der anderen Kuh zu kratzen.